Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu unserem letzten Quartalsausblick im Jahr 2023, wie üblich mit unseren besten Anlageideen für das neue Jahr. Nach der guten Aktienmarktperformance im vergangenen Jahr stellen wir uns natürlich jetzt die Frage, wie es weitergeht. Für positives Momentum werden weiterhin die immer noch robuste US-Konjunktur und weiter nachlassender Inflationsdruck sorgen. Auch das Thema künstliche Intelligenz wird dem Markt weiterhin Fantasie verleihen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir uns in der westlichen Welt immer noch im Spätzyklus befinden und die restriktive Geldpolitik auch im nächsten Jahr die Konjunktur bremsen wird. Wir möchten Ihnen drei Anlageideen für das nächste Jahr präsentieren, die wir im jetzigen Zins- und Konjunkturumfeld als besonders attraktiv ansehen oder die aus Bewertungssicht herausstechen. Beginnen möchte ich mit den Kreditmärkten. Wir haben im Frühling mit den Problemen bei US-Regionalbanken Nervosität an den Kreditmärkten beobachten können. Seitdem haben sich die Kreditaufschläge aber wieder in normale Größen zurückentwickelt. Ich gebe nun an Patrick Erne über und frage ihn, warum findest du die Kreditmärkte gerade jetzt attraktiv? Attraktiv ist die hohe laufende Gesamtrendite von Kreditanlagen. In den USA je nach Segment 8-10%. Dies alleine ist schon höher als die historische Aktienrendite, welche über die letzten 100 Jahre im Schnitt bei 8% lag. Matthias, du hast es eingangs gesagt, aktuell deutet wenig auf eine scharfe Rezession, bei denen die Cashflows und auch die Gewinne der Unternehmen stark einbrechen. Klar, die steigenden Zinskosten belasten die Unternehmen zunehmend, aber es ist wesentlich einfacher, eine Bilanz oder auch einen einzelnen Kredit zu refinanzieren oder auch zu restrukturieren, wenn die Firma weiterhin stabile Cashflows produzieren kann. Gerade in den USA geht das relativ schnell und geräuschlos über die Bühne und ermöglicht für aktive Spezialisten eine attraktive Rendite, die über den erwähnten 8-10% liegen kann. Falls die Zinsen nächstes Jahr wie erwartet sinken, liegt sogar etwas mehr drin. Nun zu den Aktienmärkten. Hier waren ja in diesem Jahr alle Augen auf die großartigen 7 gerichtet. Silvan, gibt es neue Chancen unter der Fassade? Defensive Sektoren wie Versorger, Gesundheit oder Basiskonsum mit eher langweiligen Eigenschaften waren die letzten 12 Monate nicht gesucht und haben den starken Technologiesektor rund 40% underperformed. Als besonders attraktiv in dieser Gruppe erachten wir den Basiskonsum. Einerseits erwarten wir, dass der Sektor in der Wachstumsabschwächung 2024 wieder vermehrt von Investoren gesucht sein dürfte und andererseits ist die Bewertung historisch gegenüber dem Gesamtmarkt attraktiv. Die Unternehmen sind cashflowstark und bezahlen teils attraktive Dividenden. Wir sehen Chancen auf verschiedenen Ebenen, sei dies bei Wachstumstiteln, aber auch bei Dividendenperlen. In den verschiedenen Subsegmenten wie Kosmetik, Haushaltprodukte, Brauereien oder auch Softdrinks. Bewertungsmäßig sticht natürlich China ins Auge. Rolf, wo siehst du Opportunitäten? Ja, China gehört tatsächlich zu den günstigsten Märkten weltweit. Aber China ist sehr kontrovers. Deshalb finde ich persönlich Vietnam viel attraktiver. Vietnam ist noch günstig bewertet und verfügt über attraktive Wachstumsaussichten. Für Vietnam gibt es 3 wichtige Wachstumstreiber. Erstens die Verlagerung der weltweiten Lieferketten. Vietnam profitiert von den geopolitischen Spannungen. Dann die demografische Dividende. Vietnam verfügt über eine sehr junge und fleißige Bevölkerung. Rund 50% der Bevölkerung ist jünger als 32 Jahre. Und drittens die Urbanisierung. Nur ca. 36% der Bevölkerung lebt heute in den Städten. Das entspricht in etwa China vor 20 Jahren. Urbanisierung ist ein sehr wichtiger Faktor für das Konsumwachstum. Die restriktive Geldpolitik wird auch zu Beginn des nächsten Jahres für konjunkturellen Gegenwind sorgen. Dies wird vor allem in Europa weiter spürbar bleiben. Darauf sind die Portfolios auszurichten. Wir erwarten aber keine scharfe Rezession und richten unser Augenmerk deshalb vermehrt auf Chancen. 3 davon durften wir Ihnen hier präsentieren. Kredite, Basiskonsum und Vietnam.
Persönlich würde ich Ihnen auch einen Blick auf Schweizer Nebenwerte empfehlen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen frohe und erholsame Festtage.